A3.0. Die Figur ABCD dient als Schnittvorlage für eine Glasscheibe, siehe Skizze. Der Kreisbogen CD hat den Punkt B als Mittelpunkt und den Radius R gleich BC. Es gilt, AB sind 50 cm, BC sind 60 cm, der Winkel CBA ist 90 Grad und der Winkel BAD sind 120 Grad. Runden Sie im Folgenden auf eine Stelle nach dem Komma. Gleich beachten, runden auf eine Stelle. A3.1 berechnen Sie die Länge der Strecke DA. Als erstes wird sich mal lohnen zu markieren, was muss überhaupt berechnet werden. Da haben wir hier die Strecke DA, die ist gesucht. Und auch mal markieren, welche Strecken sind überhaupt gegeben. Man kennt die Strecke BC mit 60 cm. Damit ist automatisch auch die Strecke BD 60 cm lang, weil es ist ja ein Kreisbogen. Zusätzlich kennen wir die Strecke AB mit 50 cm. Und der Winkel CBA mit 90 Grad ist schon eingezeichnet, aber der Winkel BAD mit 120 Grad, der ist ebenfalls bekannt. So, wir kommen jetzt auf diese rote Strecke, also die Strecke DA. Es ist kein rechtwinkliges Dreieck. Ja, dieses Dreieck ABD ist nicht rechtwinklig, das heißt, wir können nur mit dem Sinussatz oder mit dem Kosinussatz arbeiten. So, bringt uns der Kosinussatz was? Das würde heißen, die gesuchte Strecke ist gleich erste Strecke zum Quadrat plus zweite Strecke zum Quadrat minus 2 mal erste Strecke mal zweite Strecke mal Kosinus des eingeschlossenen Winkels oder des gegenüberliegenden Winkels. Der ist aber nicht bekannt, das heißt, den brauchen wir zuerst. Welches Teilergebnis schaut, hier steht ja auch, der dBA heißt 13,8 Grad, das ist genau dieser hier hinten. Also kann man sich vielleicht schon überlegen, aha, dieses Teilergebnis ist deswegen da, um am Schluss den Kosinussatz ansetzen zu können und, die Strecke dA ausrechnen zu können. Also, nächste Frage, wie komme ich auf den Winkel dBA hier? Zeichne jetzt noch mit einer dritten Farbe ein, mit grün. Hier ist der Winkel dBA. Wie komme ich da drauf? Kosinussatz geht ja nicht, sonst könnte ich gleich dA ausrechnen. Also ist mit dem Sinussatz was machbar. Sinus brauche ich immer eine Seite und den gegenüberliegenden Winkel. Das würde hier bei BD und 120 Grad wunderbar funktionieren. Aber zusätzlich kennen wir nur hier diese Strecke AB. Der gegenüberliegende Winkel ist nicht bekannt. Macht aber nichts. Wir können diesen Winkel hier drüben einmal mit dem Sinussatz berechnen und dann über die Innenwinkelsumme den gesuchten Winkel dBA. Also nochmal Vorgehensweise. Zuerst rechnen wir den Winkel ADB aus. Wie gesagt, das Dreieck ist nicht rechtwinklig, also geht nur Sinussatz, Kosinussatz. Jetzt haben wir gerade geklärt, hier haben wir Winkel und gegenüberliegende Seite. Vom Winkel ADB kennen wir die gegenüberliegende Seite, also können wir den Sinussatz ansetzen. Der heißt Sinus des gesuchten Winkels ADB, ich fange mit dem Unbekannten an, geteilt durch die Länge der gegenüberliegenden Seite, also, ja, ich schreibe es nochmal allgemein, geteilt durch AB ist gleich, und jetzt, wenn ich hier mit Sinus anfange, muss ich auch hier drüben mit Sinus anfangen, Sinus vom Winkel BAD geteilt durch die Länge der gegenüberliegenden Strecke, und das ist die Strecke BD. So, ob ich jetzt erst einsetze oder erstmal auflöse, ist vollkommen egal. Ich löse jetzt erstmal auf, sodass der Winkel ADB alleine steht. Man kann es später auch mit dem Solver ausrechnen, wer möchte. Aber erster Schritt ist jetzt, ich multipliziere die Gleichung mit AB, dann wandert es auf die rechte Seite rüber und dann bleibt hier stehen Sinus vom Winkel ADB ist gleich Sinus von Winkel BAD geteilt durch die Strecke BD mal die Länge der Strecke AB. Und wenn ich jetzt nach ADB auflösen möchte, muss ich die Umkehrfunktion vom Sinus benutzen. Also Winkel ADB ist gleich Sinus hoch minus 1 von, und jetzt kommt dieser Term hinten dran noch, Sinus von Winkel BAD geteilt durch BD mal die Länge der Strecke von AB. Setzen wir die bekannten Größen ein. Sinus hoch minus 1 von
Sinus und der Winkel BAD sind 120 Grad, geteilt durch BD waren 60 cm, AB waren 50 cm, also Sinus hoch minus 1 von Sinus 120 geteilt durch 60 mal 50. Das tippen wir ganz normal in den Taschenrechner ein. Und dann kommt eine Winkelgröße von 46,2 Grad raus. Wie gesagt, Achtung, nur auf eine Nachkommastelle runden. So, damit ist ADB bekannt. Wir schauen nochmal in die Skizze. Der hier oben ist bekannt. Jetzt kann ich über die Innenwinkelsumme den Winkel DBA ausrechnen. Also Winkel DBA ist gleich 180 Grad minus die beiden anderen Winkel, nämlich der BAD und der Winkel ADB. Setzt man die Größen ein, 180 Grad minus 120 Grad minus 46,2 Grad. Und das sind dann die gesuchten 13,8 Grad, wie hier oben zu finden ist. So, am Schluss brauchen wir jetzt noch die Strecke DA. Ja, steht ja hier, berechne die Längenstrecke DA. Schauen wir uns das nochmal an. DA liegt in diesem Dreieck hier drin. Wir kennen diese Seite, wir kennen diese Seite, wir kennen den gegenüberliegenden Winkel. Also kann man mit dem Kosinussatz arbeiten. Wer mag, kann auch den Sinussatz anwenden. Das ist jetzt in dem Fall nicht so tragisch. Ich benutze jetzt den Kosinussatz, wo es dann heißt, die Strecke AD, also gesuchte Strecke zum Quadrat, ist gleich die beiden anderen Strecke zum Quadrat. Da haben wir AB zum Quadrat plus BD zum Quadrat minus 2 mal AB mal BD mal Cosinus des gegenüberliegenden Winkels und des Wärterwinkels DBA. So, wie löse ich jetzt nach AD auf? Ich habe hier ein Quadrat stehen, also muss ich die Wurzel ziehen. Und jetzt kommt dieser ganze Term nochmal rein. Ich setze jetzt gleich die Größen ein. Mit AB sind 50 cm, also 50 Quadrat, plus BD sind 60 cm, demnach 60 zum Quadrat, minus 2 mal 50 mal 60 mal Cosinus des Winkels, den haben wir hier ausgerechnet, 13,8 Grad. So, das tippe ich jetzt noch in den Taschenrechner ein und dann bekomme ich für AD die angegebenen 16,5 cm heraus.